Herzlich willkommen hier im Tamron-Studio. Heute bei mir zu Gast der Naturfotograf Alexander Arnhold. Hallo Alex, schön, dass Hallo, du da bist. Andreas, danke, dass ich hier sein darf. Alex, du bist hauptberuflich Förster Genau. und Naturfotograf im Nebenberuf. Wie bringst du das zusammen? Bist du in deinem Hauptberuf immer mit Kamera unterwegs und wartest die Situationen ab? Och, das ist ganz unterschiedlich. Kamera habe ich eigentlich so oft es geht mit dabei, aber wie es halt so ist, wenn man die spannendsten Sachen hat und sieht, dann liegt die Kamera natürlich zu Hause oder irgendwo, wo man gerade nicht rankommt. Insofern, ich kann mir ja bei der Arbeit dann die Orte merken, wo ich was gesehen habe, dann kann ich danach nochmal hingehen und nochmal nachgucken, was da war, wo es war, ob sich das lohnt, da nochmal anzusitzen oder so. Also das lässt sich sehr gut kombinieren. Du fotografierst also da, wo viele jetzt erst drauf kommen, nämlich direkt vor der Haustür Genau. und musst gar nicht in die ganze weite Welt reisen und zeigst uns gleich spannende Naturbilder, Genau. bei denen du auch an die Grenze der körperlichen Belastung gehst. Also ich stelle es Ja. mir zumindest wahnsinnig anstrengend vor, in einem Floating Height stundenlang auf ein Motiv zu warten. Vielleicht erklärst du mal kurz, wie das geht und vielleicht auch, was ein Floating Height ist. Ja, also ein Floating Height ist ein schwimmendes Tarnversteck im Grunde. Das heißt, ich habe so eine hufeisenförmige Bootsform um mich rum, oben so ein Tarnzelt drüber gespannt, Kamera vor mir auf dem Floating Height montiert. Ich selber habe eine Warthose an, die bis hierhin geht. Ich ziehe immer Neoprenhosen an, weil es bei uns in den Gewässern doch recht kühl ist auf Dauer. Und ja, dann geht es ins Wasser. Ja, und dann warte ich meistens eine Stunde vor Sonnenaufgang rein, damit ich gar nicht so wirklich bemerkt werde. Und dann geht langsam oder kommt langsam das Licht, wenn man Glück hat. Und mit Glück dann auch die Tiere. Und ja, das Warten, das ist ja teilweise echt blöd. Was aber viel schlimmer ist, ist, wenn man mal pieseln muss und die Wartehose an ist und man steht da im Wasser. Kann man laufen lassen, ist kurz warm, aber ist auch ein bisschen eklig. Also da muss man schon wirklich seinen Kaffeekonsum einplanen am Morgen, am besten vermeiden. Aber das sind so die geringsten Probleme, wenn man denn da ein Motiv vor sich hat, was sich wirklich lohnt. Aber was man also braucht, wie lange bist du denn dann im Wasser insgesamt? Hört sich nach mehreren Stunden an. Ja, also bis zu 4 Stunden bin ich dann da im Wasser mal. Also meistens ist es denn jetzt so, die Sommer im Moment sind ja morgens, dass die Sonne komplett aufgeht, ohne dass eine Wolke da ist oder so. Dann ist, sag ich mal, eine Stunde nach Sonnenaufgang wird das Licht dann auch schon zu hart. Wenn ein Vogel denn weißes Gefieder hat, ja, dann frisst das schon sehr schnell aus. Und ja, dann bin ich eigentlich auch schon wieder auf dem Weg aus dem Wasser raus. Aber an so Tagen, wo ein bisschen Wolken den Himmel verdecken, dass man so schön diffuses Licht hat, da können es eben mehrere Stunden sein. Solange wie man aushält, irgendwann wird es einfach kalt. Selbst wenn der See, sag ich mal, 8, 10 Grad hat oder so, das wird auch irgendwann auf Dauer kalt. Und dann kann man, also man kann sich nicht mehr konzentrieren, man kriegt Rückenschmerzen, die Füße tun weh, man fängt halt an zu zittern, man kann die Kamera nicht mehr ruhig halten. Ja, und dann muss man halt gucken, dass man vielleicht mal rausgeht oder so, weil dann kann es auch gefährlich werden, wenn Wasser oben in die Warthose kommt, das zieht dann direkt runter. Also wirklich runter. Und ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber ansonsten macht Spaß. Aber ansonsten habe ich gesehen, du hast auch Bilder von Rehen, von Genau. Hasen zum Beispiel dabei. Die sieht man ja hauptsächlich nur frühmorgens, spätabends. Das Doch. heißt, du hast immer nur ein kleines Zeitfenster und tagsüber sehr viel Zeit. Ja, also im Sommer ist es ja so, dass das Zeitfenster deutlich größer ist, weil ich sag mal, normalerweise, wenn wir am Wochenende ausschlafen oder so, ich gehe jetzt, stehe jetzt immer relativ früh auf, dann ist das 7:30 oder so, stehe ich auf, dann ziehe ich mir kurz was an und wenn ich dann mit dem Hund rausgehe, ist es 8:30 oder so, sage ich mal. Und von Sonnenaufgang bis denn die ersten Menschen draußen sind, die spazieren gehen, mit dem Hund rausgehen, Fahrrad fahren, zur Arbeit gehen, wie auch immer, ist ein relativ langes Zeitfenster. Im Winter ist es dann schon eher anders, wenn um 10 Uhr die Sonne aufgeht und ja, ab 7, sage ich mal, die Leute draußen spazieren gehen. Es ist schwieriger. Aber ansonsten, man hat einfach ein kurzes Zeitfenster, weil das Licht auch irgendwann zu hart wird und die Tiere von der Bildfläche verschwinden. Gut, dann freuen wir uns jetzt auf Tiere, spannende Bilder und nasse Warthosen. Ja. Euch viel Spaß beim Vortrag mit Alexander Arnhold. Bis demnächst.
Ja, fotografieren vor der Haustür ist für mich so das, was die Naturfotografie eigentlich ausmacht. Es ist nicht nur das Bild, was am Ende entsteht, sondern es ist das Arbeiten quasi mit dem Tier, was ich über längere Zeit kenne, was ich über längere Zeit beobachte. Ich kann jeden Morgen, jeden Abend, wenn es denn wirklich vor der Haustür ist, kann ich sehen, was ist heute für ein Licht, sehe ich das Tier, vielleicht sehe ich die Landschaft, vielleicht ist Nebel, ist mal kein Nebel. Das heißt, ich kann so mit der ganzen Materie, Umgebung arbeiten, dass ich wirklich Geschichten erzählen kann, die einen Anfang und ein Ende haben. Und das habe ich halt nicht, wenn ich für 2 Wochen irgendwo hinfliege und sage, okay, ich möchte da jetzt irgendein Tier fotografieren. Dann ist die Reise irgendwann vorbei, ich fliege zurück und gut ist. Ich weiß nicht, wie alt das Tier ist eventuell, ich weiß nicht, wo es herkommt, ich kenne die Gewohnheit nicht so wirklich. Das sind dann so Sachen, ja, die Bilder können schön sein, interessant sein, aber für mich ist es immer dann doch deutlich schöner, wenn ich in den eigenen ja, in den eigenen Gebieten rumstreifen kann und da fotografieren kann. Und deswegen heißt mein Vortrag auch Heimatpirsch. Ich nehme euch mit raus, zeige euch ein bisschen was, aber erstmal zu mir. Ich bin Alexander Ahrenhold, 89er Jahrgang, geboren in Eckernförde, oben an der Küste, an der Ostsee. Und ich bin Förster bzw. einer der regionalen Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Und somit ist es für mich auch Dienst zu fotografieren, Bilder zu machen. Insofern kann ich momentan meinen Job, die Fotografie, die Tierfotografie sehr gut mit der privaten Fotografie, sag ich mal, verbinden. Ihr seid aber nicht hier, um was über mich zu hören, sondern ihr wollt Bilder sehen. Und da zeige ich euch jetzt erstmal so ein bisschen Nasenfell und Ohren. Gerade die Nasen und Ohren sind bei den folgenden Tieren die wichtigsten Hilfsmittel beim Überleben. Rehe und Co. können extrem gut hören und noch viel besser riechen. Wenn ich das weiß, ist es für mich schon so der größte Schlüssel zum Erfolg eigentlich. Ich muss immer versuchen, die Sonne im Rücken zu haben beim Fotografieren, um schönes Licht auf dem Tier zu haben und den Wind im Gesicht, sodass das Tier mich nicht riechen kann. Ich habe immer am Anfang des Jahres, so, also nach dieser Durststrecke für Naturfotografen, dem Winter, habe ich immer so Pläne, was möchte ich denn dieses Jahr fotografieren? Und in der Regel steht ganz weit oben, wenn nicht sogar an erster Stelle, ein Porträt von einem Reh. Sowas, wie ihr hier seht. Leider, also was heißt leider? Ich freue mich natürlich über die Bilder, aber ich möchte auch endlich mal einen dicken, fetten Rehbock fotografieren. Wenn ich Rehböcke habe mit Knochen auf dem Kopf, ist es meist so, dass es irgendwelche jungen, kleinen Japper sind, die gerade mal ja, Spieße bis Lauscher hoch haben. Ja, also da, was das angeht, bin ich auf jeden Fall Trophäenjäger und möchte mal so einen richtig schönen dicken Bock haben. Mal gucken, ob es mir im nächsten Jahr gelingt, wenn die Felder wieder hochstehen. Aber gut, wenn man keine Ziele hat, wird es auch irgendwann langweilig. Für so ein Porträt ist es halt wichtig, die Tiere einfach zu überlisten. Die haben natürlich Angst, versuchen möglichst die Nähe von Menschen zu meiden. Wenn man aber darauf achtet, dass der Wind gut steht und vom Tier wegweht, also am besten in meine Richtung direkt, dass ich eher das Tier riechen kann als es mich und ich mich leise dem Tier nähern kann, dann habe ich schon relativ gute Chancen, das zu fotografieren. Gerade dann mit einer langen Brennweite hier mit 600 Millimetern fotografiert, kann man da extrem gut was machen, wenn man so ein bisschen aufpasst und leise ist. Wo die Tiere natürlich Menschen gewöhnt sind, gerade Säugetiere, Wildschweine sind ja extrem schlaue Tiere. Und gerade in Berlin ist es ja so, dass die einen ja, ärgern sich über die Schweine, die da meinetwegen Fußballplätze, Schrebergärten und so weiter und so fort umwühlen. Die anderen freuen sich natürlich, weil sie Wildschweinchen füttern können. So war es auch bei dem Bild. Ich habe in Berlin fotografiert, war da gerade unterwegs und war eigentlich am Landschaften fotografieren. Ich glaube, ich sollte einen Workshop vorbereiten und hatte als einziges Teleobjektiv meinen 70-200 G2 dabei und den Telekonverter im Rucksack liegen. Und als ich so fotografierte, kam irgendwann Richtung Sonnenuntergang. Es hat auch ein bisschen geregnet, also es gab auch wieder keinen Sonnenuntergang, aber zumindest zogen die Schweine raus, eine Bache mit verschiedenen Frischlingen, eins davon seht ihr hier, zogen raus und ich dachte, naja, versuchst es halt einfach mal, mehr als dass die wegflitzten, kann nicht passieren. So habe ich dann den Telekonverter auf die Kamera gepackt, das 70-200 drauf, eben die 280 mm zusammengekriegt und konnte ja das Tier oder das Frischling, den Frischling so fotografieren, bevor er dann weglief und ich meine Landschaften fotografieren konnte. Das ist aber eben nicht immer so, man braucht da einfach ein bisschen Glück. Bei Wildschweinen ist es zum Beispiel so, die können nicht wunderbar gucken. Und wenn jetzt, sag ich mal, 10 Wildschweine auf eine Wiese ziehen, ist es zudem auch noch sehr laut. Die graben da alles um, die grunzen ein bisschen, machen Krawall. Das heißt, das eine Schwein, wenn
an welches ich jetzt vielleicht rangehe. Das kann mich durchaus hören, aber wenn da noch 8 Kumpels oder 9 oder 10 Kumpels mit rumwühlen, dann ist es da immer irgendwie laut in so einer Rotte. Dementsprechend reagieren die dann nicht so auf Geräusche. Beim einzelnen Schwein ist es höchstwahrscheinlich anders, aber da muss man dann nur noch darauf achten, dass die Silhouette irgendwie verschwindet und der Geruch nicht rübergetragen wird. Anders ist es bei Hasen, die können extrem gut gucken. Da ist es nahezu unmöglich, sich unbemerkt zu nähern, weil die haben eine Rundumsicht, also die können 360 Grad gucken, können sehr gut hören. Was ich immer so gefühlt mitkriege, ist, dass sie sich nicht so auf ihren Geruchssinn verlassen, weil teilweise steht mir der Wind im Rücken und die kommen trotzdem auf mich zugelaufen, um zu gucken oder einfach, weil die denken, ja, ich will jetzt da lang. Und dann machen die das auch. So war es in etwa auch bei diesem Hasen. Ich lag an einem Feld, quasi am Rand, hatte sogar den Hund neben mir liegen und der Hase näherte sich mir und ich konnte da eine Reihe an Bildern machen. Das war noch mit dem ersten 150-600er von Tamron, mit dem ich da fotografiert habe. Der Hase kam ran und ich konnte ja ein paar Porträts von ihm machen, bevor er dann wieder von dann gezogen ist und ich zurück zum Auto gegangen bin, um zu fotografieren. Das Glück, dass die Tiere auf einen zukommen, das hat man relativ selten eigentlich, aber manchmal klappt es einfach. Auch bei dieser Ricke hatte es geklappt. Das war ich glaube, es war Anfang Mai. Ja, das Getreide ist noch sehr grün, giftig. Das war auch, ich glaube, es war zum Sonnenaufgang irgendwo, also oder kurz nach Sonnenaufgang. Da sah ich die Ricke in der Treckerspur sitzen und wollte mich dann ranpirschen. Habe irgendwann gemerkt, man sieht es unten bei den Beinen des Rehs, dass da extrem viel Gestrüpp ist, dass ich mich einfach nicht leise nähern kann. Und so war es dann, dass ich einfach gewartet habe, überlegt habe, Mensch, was mache ich denn jetzt? Die Ricke nahm mir die Entscheidung ab, sie stand irgendwann auf und zog einfach auf mich zu. So konnte ich dann natürlich einfach sitzen, mich komplett aufs Fotografieren konzentrieren. Ich musste nicht in irgendeiner komischen Pirschhaltung innehalten, um nicht gesehen zu werden, sondern ich saß da, konnte mich auf alles konzentrieren, den Fokus vernünftig setzen, die Kamera ruhig halten, den Bildausschnitt schön setzen und einfach die Ricke fotografieren. Man sieht hier sehr schön bei der Ricke, die ist ein bisschen unförmig. Die erwartet 1 oder 2 Kitze. Die wird sie dann gar nicht so lange danach bekommen haben. Ja, aber die konnte ich dann fotografieren. Sie zog auf mich zu. Sie wechselte dann die Treckerspur, als sie mitkriegte, dass die Kamera von mir klickt. Aber ist jetzt nicht großartig panisch weggerannt oder so, sondern das ging alles sehr glimpflich aus. Ich war auch nicht weit weg vom Weg, weil, wie gesagt, ich konnte mich dem kaum nähern und musste einfach warten, dass sie auf mich zukommt. Wenn man wirklich Tiere finden möchte und die fotografieren will, dann muss man sich teilweise echt viel Zeit nehmen, die Umgebung erkundschaften. Gerade wenn man Jungfüchse oder Dachse am Bau fotografieren will, kann man natürlich nicht abends sagen, okay, ich gehe mal los und ein bisschen pirschen. Das funktioniert nicht. Die Dachse und Füchse sind natürlich an ihren Bauten. Und ich muss wissen, zu welcher Jahreszeit sind die unterwegs. Im April, Mai, sage ich mal, ist eine relativ gute Zeit für Jungfüchse. Da kann man im Vorfeld schon mal gucken, ob irgendwo Löcher im Boden, ob die frisch ausgegraben sind, also ob da frischer Sand liegt, wenn da keine Spinnenweben mehr sind oder vielleicht sogar irgendwie Futterreste vorliegen, was weiß ich, so ein Rehbein oder so, findet man manchmal. Dann kann man da mal genauer hingucken und vielleicht hat man denn das Glück, dass da einen so ein paar Jungfüchse anschauen. Aber da muss man eben viel unterwegs sein und ja, einfach gucken, rausgehen und immer wieder kontrollieren. Und je mehr man draußen sich aufhält und mal die Umgebung anguckt, desto häufiger fallen einem denn solche Dinge auf, wenn man nicht sogar irgendwann so weit ist und die Tierspuren findet und sieht und danach auch sehen kann, okay, hier geht regelmäßig meinetwegen Wildschwein oder irgendwas lang. Da kann man dann auch dran arbeiten und super Fotos machen. In dem Fall war es so, dass ich bei einem Kumpel war. Wir hatten, ich glaube, wir hatten irgendwie ein bisschen Rehwild fotografiert, wollten dann nach Hause fahren und irgendwann haben wir dann gesehen, okay, da laufen Jungfüchse rum. Wir haben uns dann den Nachmittag da hingelegt bis Abend und irgendwann kamen die dann raus. Die haben immer so ein paar, die haben immer so einen Rhythmus, die spielen dann 1, 2 Stunden vielleicht mal, wenn es hochkommt. Dann verschwinden sie wieder im Bau und irgendwann kommen sie dann wieder raus, weil sie wieder Hunger haben. Dann werden sie mal gefüttert und so. Jedenfalls, wir haben da die ganze Zeit vorgelegen und konnten dann irgendwann, ich glaube, es waren 5 Welpen fotografieren, die da am Spielen, am Rangeln waren. Das war eine ganz schöne Sache. Die sind sogar so dicht gekommen, dass sie. Also wir lagen mit den Objektiven nebeneinander. Da ist ein Fuchs direkt zwischen unseren Objektiven gewesen und ist wieder abgehauen. Also es war irre witzig. Und ja, dazu hatten wir uns getan. Auch der Wind passte hier wieder extrem gut. Der Wind kam vom Fuchsbau auf uns zu, sodass die uns eben nicht riechen konnten. Wir theoretisch aber sie. Und ja, wir waren getarnt. Ich glaube, wir hatten zumindest eine Gesichtsmaske auf und Handschuhe. Und dadurch, ja, haben die Füchse uns dann nicht wirklich für voll genommen. Zudem ist es ja so, die sind noch sehr jung. Was sollen die für Angst vor Menschen haben? Das entwickelt sich dann alles noch. Die sind eher sehr neugierig, aber vorsichtig.
Und ja, so ließ sich das dann echt hervorragend fotografieren. Wir haben in Deutschland viel mehr gefiederte Mitbewohner als die mit Pelz. Ich glaube, wenn es hochkommt, sind es um die 230 verschiedene Vogelarten, die wir hier durchgehend in Deutschland haben. Und ich glaube, jeder, der jetzt mal drüber nachdenkt, wenn er, egal wann er draußen oder mal die Haustür verlässt, man sieht immer einen Vogel. Ob er nun weit von einem wegfliegt oder aus der Hecke wegfliegt, ist auf jeden Fall immer ein Vogel zu sehen. Das wird ja für mich jetzt erstmal bedeuten, okay, viele Vögel, super viele Motive, muss ja mega einfach sein. Problematisch ist aber jetzt nicht das Sehen eines Vogels, das ist einfach. Problematisch wird es dann, wenn ich tatsächlich ein Foto haben will, wo man den Vogel drauf erkennt. Das heißt, ich muss dicht dran. Vögel sind ja sehr klein, zumindest viele. Und das bedeutet auch, dass ich auf 7, 8 Meter vielleicht ran muss. Und dass das ein Vogel duldet, ist meistens nicht der Fall. Zudem haben sie sehr, sehr gute Augen, können gut gucken, sind scheu und hauen ab, wenn es nicht gerade auch wieder Jungvögel sind, die keine Erfahrung haben. Hier wie der Uhu zum Beispiel. Nach dem Bering, ja, konnte ich den mal fotografieren. Der ist, also das gab da so eine Brutplattform für die Uhus. Seine Geschwister saßen noch oben, der wird irgendwann mal rausgehüpft sein und hat sich dann am Boden noch füttern lassen. Und ja, ich habe mich dann da auf die Lauer gelegt. Irgendwann saß er dann da so, dass er mich anguckte, konnte ich ein paar Bilder machen. Aber eben, wie gesagt, das ist ein Jungvogel, der hat keine Angst vor mir, kein Problem mit mir. Dementsprechend ist es auch so, dass ich da jetzt keine Schwierigkeiten habe, wenn ich ihn zumindest gefunden habe, ihn zu fotografieren. Bisschen Distanz ist immer nicht verkehrt, aber mit so einer langen Brennweite, sage ich mal, hat man das. Vögel sind genauso wie alle anderen Tiere auch irgendwie Gewohnheitstiere. Ein super Spot gerade für Wasservögel ist im Grunde Helgoland oder überhaupt die Nordseeküste, sage ich mal. Da ist es so, dass die Vögel einfach den ganzen Tag am Strand sind. Es sind auch den ganzen Tag Menschen am Strand. Es liegen Menschen da. Insofern ist für so einen Vogel ein Mensch jetzt am Strand nichts Ungewöhnliches. Wir essen sie ja am Strand meistens auch nicht. Dementsprechend reagieren sie auch sehr entspannt auf das Dasein von Menschen. Wenn man jetzt nicht kontinuierlich dem Vogel hinterherrennt, funktioniert das, dass man sich einfach mal hinlegt, wartet und irgendwann kommen die Vögel an einem vorbeigelaufen. Die laufen immer mit der Wellenbewegung hin und her am Strand und picken da nach Würmern. Und wenn man sich da so ein bisschen in die Laufbahn legt, ist es so, dass die früher oder später an einem vorbeilaufen. Und ja, wenn dann alles passt, kann man die natürlich super fotografieren. Das funktioniert aber eben nur, wenn auch diese Vögel Menschen gewöhnt sind. Der Uhu hat kein Problem mit Menschen, den kennt er noch nicht. Der hat auch kein Problem mit Menschen, weil ist er gewöhnt, sind immer da. Problematisch wird es dann, wenn die Vögel halt wirklich in so freier Wildbahn fotografiert werden, wo sie eigentlich keine Menschen gewöhnt sind. Gerade bei Reihern ist es extrem schwierig. Reiher sind sehr scheue Vögel. Man kann auch andere Vögel quasi in eine Falle locken, indem man eine Reiherattrappe irgendwo hinstellt, weil andere Vögel vertrauen auf die Scheue, sage ich mal, des Reihers. Wenn ich den Reiher da hinstecke, kann es sein, dass eher ein Vogel ankommt, als wenn ich sowas nicht habe. Insofern muss man die irgendwie überlistet kriegen. Oder sich zunutze machen, dass es auch viele Nabu-Stationen gibt, die an Gewässern sind, wo die Vögel auch wieder diese Station gewöhnt sind, wissen, dass da ab und zu mal Leute drin sind. Da fliegen sie ran. Aber sonst ist es auch, sage ich mal, für den Fotografen jetzt kaum möglich, in so einer Umgebung einen Vogel zu fotografieren, da dicht ranzukommen, ohne irgendwelche extremen Umstände in Kauf zu nehmen, zu dem ich aber gleich komme. Was immer noch eine ganz gute, ja, Hilfe ist das Frühjahr. Die Vögel fangen an zu balzen im Frühjahr. Sie konzentrieren sich auf die Frauen und auf ihre Reviere, dass das alles passt. Gerade bei Fasanen, ja, sieht man und hört man dann im Frühjahr sehr, sehr oft, ist es so, dass die dann Revierkämpfe haben und sich auf nichts anderes konzentrieren wollen. Ich war auf dem Weg zur Arbeit. Für dieses Bild musste ich dann eigentlich nur noch aus dem Auto aussteigen. Ich hatte beobachtet, dass zwei Fasane sich näherten. Die waren ungefähr noch 200 Meter auseinander, aber sie sind in etwa in die gleiche Richtung gegangen. Das war für mich so, dass ich gedacht habe, naja, mal gucken, was passiert. Ich konnte aus dem Auto aussteigen, mich an die Feldkante legen, so ein bisschen sogar ranrobben noch. Und habe dann irgendwann gesehen, dass sie immer dichter kamen. Und dann in dem Abstand, wie sie jetzt ungefähr sind, lagen die dann voreinander so relativ abgeduckt. Und der Rechte war der dominantere, habe ich so das Gefühl. Der griff den Linken immer an. Und dann waren die sich so ein bisschen am Haken da.
Und ja, so konnte ich dann da auch Bilder von vermeintlich relativ scheuen Vögeln kriegen, weil die sich einfach nicht auf mich konzentriert haben. Klar, man kann nach Texel fahren oder so, da sind die Fasane jetzt auch nicht so scheu, weil sie da dauernd gefüttert werden oder so, ich weiß es auch nicht. Aber bei denen ist es in der Regel so, dass wenn ich da vorbeikomme, dass die abhauen, die werden auch relativ stark bejagt. Insofern versuchen die natürlich auch, den Menschen zu meiden, nur eben in der Balzzeit haben sie super ihren Kopf voll mit anderen Gedanken. Kann ich auch verstehen, dann möchte ich mich nicht noch auf einen Menschen konzentrieren, der da eventuell mal sein Foto haben will. Für solche Bilder braucht man natürlich die entsprechende Technik. Und ja, gerade bei den Vögeln ist es wichtig, dass man eine lange Brennweite hat. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere Vogelfotograf sagen, 600 mm ist aber schon die Untergrenze. Ja, mag sein, aber ich kann das Objektiv oder die 600 mm meinetwegen mit einer APS-C-Kamera kombinieren. Dann kriege ich wieder einen Crop-Faktor rein, wo ich dann bei 900 mm bin und damit kann ich dann schon durchaus arbeiten. Und wenn ich jetzt die Nähe nicht habe, dann kann ich natürlich an meiner Tarnung oder an der Nähe zum Vogel selber arbeiten und versuchen, dichter zu kommen, wie das auch immer ist. Wenn ich fotografieren bin, habe ich das meistens so eine Kombi dabei. Oft fotografiere ich einfach freihand. Wenn ich dann stationär bin oder am Strand bin, dann nehme ich dieses kleine Dreibandstativ hier mit, das ist sehr stabil. Und als Kamera, Vollformatkamera, jetzt ist es die D850. Und eben das 150-600 G2 von Tamron, was für mich persönlich eine super Linse ist, weil es ist einerseits sehr schön leicht. Das heißt, ich kann pirschen, ohne jetzt am Ende ja, außer Atem zu sein, wenn ich vor meinem Motiv bin. Es hat einen schönen schnellen Autofokus und eine super Stabilisierung. Das heißt, ich kann sehr gut aus der Hand fotografieren, trotz der 600 mm, auch mit langsamen Verschlusszeiten. Ich habe verschiedene Stabilisationsmodis. Ich kann, ja, ich kann den natürlich komplett ausschalten. Ich kann aber auch den normalen Stabi machen, also der auch das Sucherbild stabilisiert. Ich kann den Mitzi-Stabilisator nutzen, der gerade bei Flugaufnahmen interessant wird. Und ich habe noch einen dritten Stabilisationsmodi, der zwar nicht das Sucherbild stabilisiert, aber dann beim Foto stabilisiert. Und ja, der ist nochmal extrem griffig und kann dann, also ich habe teilweise Rehe mit einer 60. Sekunde fotografiert bei 600 mm und die Bilder sind halt scharf. Und das ist für mich eine Sache, wo ich sage, jawohl, damit kann ich arbeiten. Manchmal ist es aber auch so, ja, dass ich noch die Tiere anblitze. Also wir sprechen hier über Entfernung jetzt von, ja, vielleicht sind es 15 Meter Entfernung, die ich dann fotografiere mit dem Objektiv. Da brauche ich teilweise einen Blitz. Wenn der Hintergrund zu hell ist, dann wird das Gefieder recht schnell dunkel. Und wenn ich das am Ende digital aufhelle, kriege ich Rauschen ins Gefieder. Da bin ich kein Fan von. Dementsprechend habe ich mir diese Technik zunutze gemacht, so ein Beta-Beamer, so ein Blitzkonverter, der bündelt das Licht nochmal und holt dann nochmal einiges aus dem Gefieder raus. Die Tiere reagieren da extrem entspannt drauf. Gerade hier, also ich stehe ja persönlich da, bin überhaupt nicht getarnt, ist es wieder so ein Phänomen, ja, das der Gewohnheit des Tieres zu verschulden ist. Die haben einfach keine Angst vor Menschen und sind einfach Schlimmeres gewöhnt, was da vorbeikommt. In dem Fall waren es dann Haubentaucher, die ich fotografiert habe. Das war in der Stadt und die meisten Kontakte, die Haubentaucher, glaube ich, hatten, sind so Stand-up-Paddling-Paddler. Schwimmende Hunde, schwimmende Menschen und neugierige Menschen, die so ungefähr mit ihrem Handy ein Bild machen wollten. Und anfangs hatte ich vom Ufer aus die Haubentaucher fotografiert. Das war für mich aber irgendwie eine blöde Perspektive, gefiel mir nicht und dementsprechend habe ich dann die Variante gewählt, dass ich dann ins Wasser gegangen bin, mich da reingestellt habe und ja, die Haubentaucher so fotografiert habe. Und ja, das ist, also ihr seht, der Vogel schläft, er ist entspannt ohne Ende, also er hat mit meiner Nähe überhaupt nichts Negatives jetzt verbunden. Ich habe mich auch relativ ruhig verhalten. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist ein Bild. Für mich war auch wichtig, dass es keine Wellen gibt, weil ich wollte die Spiegelung ganz gut haben. Hat einigermaßen geklappt. Und so konnte ich dann auch mal mit dem 150-600er bei 600 mm ein Panorama machen. Das hat den Vorteil, dass ich selbst mit relativ geschlossener Blende, in dem Fall ist es jetzt keine geschlossene Blende, aber mit relativ geschlossener Blende kann ich ein Panorama machen und der Hintergrund wird trotzdem noch schön unscharf. Und es sieht einfach ganz schick aus. Man kriegt mal das komplette Nest drauf und den Hintergrund richtig gut aufgelöst. Das gefiel mir schon sehr. Der Taucher selbst lag im Schatten, musste ich ein bisschen überbelichten, um dann den Hintergrund so richtig schön zum Leuchten zu bekommen. Die Taucher habe ich mir ein paar Wochenenden angeguckt. Teilweise war es dann so, wenn
mal Stand-Up-Paddler oder so zu dicht gekommen sind, ist die Haubentaucherin mal kurz hoch, hat ihren Nackenkragen aufgestellt, hat kurz gekrächzt, aber hat sich auch relativ schnell wieder gefangen. Also es war nie so, dass sie sich so bedrängt gefühlt hat, dass sie das Nest verlassen hat und weggeschwommen ist oder so. Also die sind da schon einiges gewohnt und ich sag mal so, Tiere in Stadtnähe sind einfach hart im Nehmen. Also das macht das Fotografieren schon extrem einfach. Wir kommen dann noch zu anderen Beispielen, wo sowas nahezu undenkbar ist, wo man, wenn man denn solche Bilder machen will, dann, also ja, muss man schon die Komfortzone des Tieres überschreiten, was man ja als Naturfotograf eigentlich versucht zu vermeiden. Aber bei denen ist das einfach extrem entspannt. Die hat sich jetzt hier, also ich glaube, das war denn der Tausch, da hat denn, also ist die Taucherin oder Taucher dann Nahrung holen gegangen und der andere durfte dann auf die Kinder aufpassen. Hier fällt noch einer aus dem Gefieder raus, man sieht noch den Fuß nach oben gestreckt. Und der erste Kleine ist schon vorher rausgefallen und guckt neugierig in die Landschaft. Ja, sowas geht aber wirklich nur, wenn die, oder überwiegend nur, wenn die Tiere auch wirklich Menschen gewöhnt sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich natürlich andere Technik ausdenken, um die Tiere dann zu überlisten oder hinters Licht zu führen. Und das funktioniert mit einem schwimmenden Tarnversteck. Wir sprachen anfangs schon darüber. Es ist quasi ein Bootsrumpf, auf dem ich mein Objektiv sitzen habe, ein Tarnversteck oben drüber, so sieht das aus, vorne guckt das Objektiv raus und dann habe ich eigentlich, wenn ich da drinnen bin, eine extrem flache Perspektive, was für mich immer wichtig ist. Bei mir ist beim Naturfoto oder bei einem Tierfoto das A und O, dass ich eine richtig schön flache Perspektive habe, um sowohl den Vordergrund als auch den Hintergrund auflösen zu können. Und das funktioniert mit dem Floating Height einfach extrem super. Also man hat immer eine perfekte Perspektive, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, da irgendwo an dem See am Ufer oder vom Ufer aus zu fotografieren, glaube ich, kämen nicht die Ergebnisse zustande, die ich mit dem Floating halt machen kann, weil einfach ich entweder von der Böschung noch ein Stück weiter oben liegen muss oder ich muss meine mit den Ellenbogen im Wasser schon liegen und das Stativ im Wasser versenken. Zudem habe ich meistens ja Schilfrand, wo ich dann auch gar nicht die Stelle bearbeiten kann, von der ich gerne fotografieren würde. Und insofern war das Floating halt für mich eine extrem gute Anschaffung, mit der ich ja deutlich mehr gute Vogelbilder rausholen konnte, als ich ohne das machen musste. Zudem gehe ich einfach viel mehr ins Wasser mit dem Teil, weil ich ganz genau weiß, ich kann hingehen, wo ich will, sag ich mal. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man auch in das Gewässer darf. Aber wenn dem so ist, dann kann man da eben ja super viel machen. In so einem Fall ist es dann auch sinnvoll, eine spiegellose Kamera mitzunehmen, weil die Tiere, auch wenn es jetzt, also Vögel sind jetzt nicht unbedingt die Tiere, die super gut hören, sag ich mal, aber so ein Klicken der Kamera stört die denn doch schon. Vögel sind eher so die Augentiere. Das heißt, wenn ich irgendwie mich auffällig verhalte oder extrem viel Wellen im Floating halt mache, dann wissen die natürlich auch, dass da irgendwer drunter sitzt. Da lassen die sich auch nicht verarschen, aber wenn sie denn dicht dran sind und ein Klicken, relativ lautes Klicken der Kamera zu hören ist, dann werden die auch misstrauisch und hauen ab. Insofern ist eine spiegellose Kamera, glaube ich, für solche Geschichten extrem gut. Ich war damit einmal in der Ostsee. Das ist das, da ist schon ein bisschen mehr Wellengang. Da konnte ich hier diese Eiderente fotografieren. Das Floating halt ist relativ schwer mit 11 Kilo. Also da kann man schon durchaus Bilder machen, ohne dass das die ganze Zeit durch die Gegend geschmissen wird. Ja, muss man halt selber wissen, was man sich und der Ausrüstung zumuten will. Man wird nicht kentern, man kann mit dem Gerät auch schwimmen. Und das Tamron steckt diese paar Wasserspritzer auch mit links weg. Und die Bilder, die man da rauskriegt, sind einfach, ja, sind einfach super. Man kommt mit dem Floating halt, wenn man sich einigermaßen vernünftig verhält, ziemlich dicht an die Tiere ran. Ich glaube, hier war ich vielleicht noch 5 Meter weg, wenn überhaupt. Das ist auch praktisch, dass das 150-600er so eine nahe Naheinstellgrenze hat, dass ich dann wirklich auch mal so eine Porträts da rausholen kann. Wie der, ich weiß gar nicht mal, was das ist. Ich glaube, es ist Bruchwasserläufer oder ein Waldwasserläufer. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dass der, ja, wieder sein Frosch da aufpickt, konnte ich ganz langsam ranfahren. Ich konnte ihn eine ganze Weile beobachten, wie er da am Jagen war. Und als er dann den Frosch hatte, ja, hat er ziemlich lange gebraucht, um den abzuschlucken und ich hatte dann meine Chance, die Bilder zu machen und das wäre ohne Floating halt überhaupt nicht möglich gewesen und ja, mit einer großen Festbrennweite wäre es von der Naheinstellgrenze wahrscheinlich auch nicht so gut gegangen. Für mich ist immer schön, wenn die Vögel irgendwie dynamisch fotografiert werden.
irgendwie, ja, so ein plumper im Wasser sitzender Vogel ist zwar schön, auf jeden Fall, mache ich auch sehr gerne die Bilder, aber irgendwie ist es doch immer cooler, wenn ein bisschen Bewegung im Spiel ist. Hier war es so, dass die kleinen Zwergtaucher immer abends in ihren Gruppen schlafen gegangen sind und sich vorher nochmal, also die haben sich noch einen Snack reingezogen, die waren dann nochmal jagen und haben sich dann danach nochmal geputzt und waren am Schütteln und mit den Flügeln am Flattern. Sowas habe ich immer abgewartet und das denn zu fotografieren. Die Vögel selber jetzt hier wieder haben immer im Schatten gesessen. Ich musste die Kamera ein bisschen in Richtung Plus drehen, also überbelichten, damit der Hintergrund, das war der Deich, der wurde von der untergehenden Sonne angeleuchtet, wurde dadurch so gelb. Ja, die konnte ich dadurch ganz gut fotografieren und in Farbe setzen, was mir denn, also für mich immer das Wichtigste eben, dass die Bilder ja die Farbe haben und wenn es denn geht, natürlich auch dynamisch. In dem Fall hatte es nicht geklappt bei den Rothalstauchern, die habe ich an anderer Stelle fotografiert, aber das war zum Beispiel jetzt im Morgenlicht. Die sind dann teilweise sogar so neugierig, dass die an das Floating Height rangeschwommen kommen, wo es dann natürlich extrem praktisch ist, wenn ich nochmal Brennweite wegnehmen kann, bis zu 150 Millimetern. Also gut, das ist eher unwahrscheinlich, dass sie so dicht kommen, aber zumindest auf 300 Millimeter oder so konnte ich es teilweise runterdrehen und die Vögel dann fotografieren, weil sie einfach extrem neugierig waren, mal ums Tarnversteck drumherum geschwommen sind. Und ja, irgendwann sind sie dann wieder von dann gezogen, haben sich geputzt oder da geschlafen und ich konnte meine Fotos machen. Das war dann immer ganz interessant. Wichtig ist halt nur, dass man nicht von Anfang an direkt komplett ausrastet und da mit Serienbild auslöst und da 100 Bilder wegschießt, zumindest dann nicht, wenn man keine spiegellose Kamera hat. 350 mm in dem Bild war für mich auch wieder so eine Sache, wo ich gesagt habe, jawohl, da passt das. Ich wollte unbedingt die Weiden als Rahmen für das Bild haben und ich habe gesehen, dass diese Blässralle da immer mal hoch ist. Auch die Taucher haben es teilweise versucht, da hochzukommen. Die sind natürlich nicht so standhaft, aber ja, auch die sind hochgekrabbelt. In dem Fall war es dann die Blässralle, die ich denn da sehr gut fotografieren konnte. Und das ist dann für mich so, wo ich sage, jawohl, da wäre ich jetzt mit einer Festbrennweite überhaupt nicht zurechtgekommen. Gut, ich hätte vielleicht einen super Ausschnitt von der Ralle selber gehabt, aber ich finde, wenn ich noch die Möglichkeit habe, das Bild so ein bisschen zu gestalten, und ein paar Elemente hinzuzufügen oder wegzunehmen, was eben durch Drehen am Objektivring passiert, ja, habe ich doch viel mehr Freiheiten, als wenn ich da eine feste Brennweite habe. Das gibt mir einfach mehr Möglichkeiten, kreativ zu sein und das auch irgendwie auszuleben, was ich denn möchte. Damit bin ich auch jetzt am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und geht mal vor die Tür.